Ah, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fishing Planet mit mir, dem Underwater Frank. Heute wollen wir mal auf den berühmten Bullhead gehen. Ich kann euch das hier nochmal am Leaderboard zeigen. Der wird nämlich unter andere Fische eingeordnet. Und da ist das höchste gerade 2,9. Mein Bestes seht ihr hier 2,7 in den Everglades, ne? So, und das wollen wir heute mal versuchen, den rauszuholen. So, ihr könnt auch nochmal sehen auf meiner Karte. Kann ich euch den nochmal zeigen? Hier ist zum Beispiel der schwerste Fisch bisher, 33,7 Pfund in Kalifornien. Dann ein Trophy Steelhead, 20 Pfund. Ja, den Everglades habe ich zum Beispiel in 6,8 rausgeholt oder 6,77 rausgeholt. Hier Unique Rainbow Trout. Und hier ist zum Beispiel mein Northern Pike mit 4,1. Und hier weiter unten. Ne, wo war das hier? Ach, die sortiert er gar nicht ein, okay. Na ja, gut. Alles klar, so, dann zeige ich euch nochmal meine Ausrüstung. Also ich habe jetzt einen Hook Raute 2.0 drinne. Der müsste hier irgendwo aufgelistet sein. Ja, das sind jetzt hier die Köder. Hier, genau, den habe ich drinne. Ne, den hier habe ich drinne. Hook Raute 2.0. Also schon etwas größeren. Ja, dann halt das Small Cut Bait. Das steht auch direkt drauf, dass das für... Ich guck mal, was es ist. Dass das für Bullhead ist. Und wie gesagt, das Pet Food. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist halt für die kleineren Bullheads. So ein Route und ja, ist jetzt erstmal. Ich meine, gut, ich kann das nochmal ein bisschen anpassen. Damit es ein bisschen schwerer vielleicht wird, dann den rauszuholen. Ja, Schwimmer habe ich einen Slim drinne. Kann da mal eine andere reinmachen hier. Mal die Rolle alles mal raus. Müssen ja nicht so schwer angeln. So klein wie der Fisch ist, ne? Was haben wir hier? 4,5 Pfund zum Beispiel, das würde eigentlich reichen. Guck mal, ob ich hier noch was anderes habe. 7 Pfund. Ah. Ich nehme einfach mal Windcast hier, 4,5 Pfund. Und dazu dann ganz leichte Schnur mit 4 Pfund. Und dann reicht das auch. Also dann könnt ihr das halt auch schon, sag ich mal, ein bisschen eher machen. Also sobald ihr nach Florida könnt, ich glaube Level 7, wenn mich das nicht täuscht. Ist halt auch mal zur Abwechslung ganz gut. So, gut, dann reisen wir mal. Everglades, 210 Dollar, Tag kostet 20 Dollar. Und dann mal los. Auf geht's, den Trophy Bullhead zu fangen. Ich hoffe, dass ich dem Simutips Ösi dann heute mal was zeigen kann. So, also ich habe hier immer geangelt bei Floating Sickets. Zeit ist auch hier so 10, 11. Obwohl ich habe den immer um 5 geangelt. Also kann er mal gucken. Verändert sich hier auch die Tage. Ist halt auch immer so eine Sache, ne? Hier zum Beispiel ist um 5 am besten. Oder halt um 3. Jetzt soll es um 11 halt am besten sein. Aber das können wir ja gleich nochmal ausprobieren. So, dann die Route raus. So, hier vorne ist der Baum. Na, und dann seht ihr auch die Spiegelung. Na, das ist wieder einer dieser berühmten Spots. So, Hook 2. Raute. Also, genau. So, dann ein bisschen runterdrehen. Ja, und den. Ach ja. Stimmt, ist er ja jetzt mit dem Schwimmer, genau. Den jetzt hier so auf 60 Fuß ungefähr bringen. Ich kann euch das auch nochmal zeigen. Also, ich habe jetzt hier eine Tiefe. Zeigt das gerade nicht an. Entweder lädt er gerade noch was nach. Ich guck mal nochmal. Ah, er zeigt es gerade nicht an. Schon wieder irgendwie verbuggt hier. Ich habe, glaube ich, eine 60er Tiefe. Ah, natürlich blöd, dass er das jetzt nicht anzeigt. Irgendwie scheint das ein bisschen verbuggt. Reiß nochmal kurz zurück. Guck mir das nochmal im Homestate an. Ah, sowas kann natürlich passieren. Da halt noch eine Close Beta. Jetzt gucken wir mal, ob wir die jetzt alle drin haben. So, ich habe jetzt eine Tiefe eingestellt. Ja, von 54. Kann jetzt mal, sage ich mal, auf 55 gehen, dann reicht das auch. Und dann nochmal hin da. Sollte das auch ein bisschen schneller gehen. Ja, man muss wirklich aufpassen, wenn das so ein bisschen rumbuggt, das Spiel, dann müsste man das zwischendurch auch mal neu starten. Weil man denn zum Beispiel, wenn das so verbuggt ist,
dass man dann zum Beispiel ohne Köder angelt, ne? Und das ist natürlich dann sinnfrei, obwohl es einem angezeigt wird, ne? So, schalten wir alles durch hier. So, okay. Gut. Dann nochmal auf die 60 Fuß ungefähr, 55er Tiefe. 5 Uhr morgens ist es jetzt, aber ich glaube, das müsste ich dann auch nochmal anpassen. So, wie weit sind wir jetzt? 61. Dann hole ich nochmal ein bisschen ran. Und dann gebe ich ihm wieder ein bisschen Leine, dass ich gerade hinstellen kann. Also entweder ist es jetzt, ja, muss ich dann die Tage mal anpassen. Oh, der wackelt ja schon. Geht natürlich schon wieder gut los, ja. Aber ich glaube, man müsste dann wirklich mal gucken auf die Uhrzeit. Obwohl das jetzt eigentlich schon ganz gut aussieht hier. So wie der hier schon wieder am Wackeln ist. Ja, mit dem Schwimmer ist halt auch mal ein bisschen Geduld erforderlich. Mal ein bisschen ranholen. Wieder ein bisschen Leine geben. Dass er so zwischen 50 und 60 ist. Ich glaube, wir müssen die Zeit halt gleich nochmal einstellen. Er wackelt zwar schon. Weil wirklich durch die verschiedenen Tage, durch die verschiedenen Temperaturen ändert sich das halt auch immer. Die Beißzeit. Oder die, ja, Laich oder ja, Fangzeit. Na, er wackelt immer nur ein bisschen. Ich glaube, ich stelle mal die Uhrzeit ein bisschen um. So, gucken wir nochmal, welche Uhrzeit ist jetzt am besten. Machen wir einfach mal auf um 10. 10 ist eine gute Uhrzeit. 5 Stunden. Aber wahrscheinlich hatte ich beim letzten Mal eine Zeit drinne, die halt auch zu dem Tag gepasst hat, ne? Müsst ihr halt auch mal gucken dann, ne? So 62 Fuß. Bisschen ranholen. So, und jetzt in Ruhe hinstellen. Dann einfach abwarten. Vielleicht ist die Zeit jetzt ein bisschen besser. Dass hier einer beißt. Ein bisschen wackeln tut der Schwimmer schon. Da, er zieht er sogar schon. Also wirklich immer auf die Zeiten gucken. Ne? Von Tag zu Tag ist das unterschiedlich. Also, wie er gerade gewackelt hat, könnte gleich ein Biss folgen. Wie gesagt, wenn er so ganz stark nach links oder rechts schwenkt oder ganz stark nach unten, dann könnte man ranholen. Habe ich wirklich was dran jetzt? Das könnte ein Trophy sein. Ja, wieder 2,7. Vielleicht schlagen wir heute noch den Rekord. Ja, das ist dieser, sag ich mal, besondere Fisch, ne? Und den habe ich halt hauptsächlich hier bei dem Baum geangelt. Oder halt nur bei dem Baum. Ich habe noch keinen anderen Platz dafür gefunden. So, ziehen wir wieder ran. Also auf zwischen 60 und 50 Fuß ist. Und ich hoffe, konnte dem Simmotyps Ösi damit auch ein bisschen die Fragen beantworten. Ich denke mal, das war ganz gut, dass ich jetzt noch ein zweites Video gemacht habe. Also speziell zu den Bullhead, ne? Weil das ja halt auch einige interessiert, ne? Gerade so eine speziellen Fische rauszuholen, ne? Ich glaube, als nächstes Video mache ich auf jeden Fall mal hier das Lachs-Video, weil den Rest habt ihr erstmal soweit schon gesehen. Oh, da zittert er. Na los, ranholen. Ah, Bait was eaten or lost. Ah, bisschen zu spät. Das war ein bisschen zu spät. Naja, passiert, ne? Beim Schwimmer ist das halt auch immer anders als beim Cast. So, wieder reinschmeißen. Also falls euch wundert, warum er, sag ich mal, jetzt so seitlich ausschmeißt. Na gut, jetzt macht er wieder hoch. Ist halt, wenn man unter 50 Fuß ausschmeißt, dann wirft er so seitlich, ne? Wieder ein bisschen Schnur geben. Dreier Einrollgeschwindigkeit, das sollte reichen, um ihn einmal festzuhaken.
Wie gesagt, ihr braucht hier keine besondere Ausrüstung für und ich finde auch, das haben die Entwickler ganz gut gemacht, dass bei den Ködern, bei den, sag ich mal, Essensködern, also bei den frischen Insekten und all sowas, dass das immer beisteht, für welchen Fisch das am besten ist, ne? Kann man wirklich dem auch vertrauen, was da steht. Da braucht man dann nicht experimentieren, sag ich mal. Ah, ich glaube, das wird gleich losgehen. Wie gesagt, der Fisch hier ist halt mal so, um nebenbei mal einen besonderen Fisch zu angeln. Ist jetzt nichts, womit man großartig leveln kann. Dafür ist halt Colorado und Oregon am besten. Na komm, zuck. Zieh ihn mal zur Seite. Da zieht er wieder. Und ich habe ihn dran. Alles klar. Das ist ja super. Ah, der ist auch schon ganz schön schwer. Also, ich hoffe mal, dass ich meine. Ah, 2,8. Ich habe mich verbessert. 26 Erfahrung. Na super. Das ist doch klasse. Das ist doch wirklich klasse. Ich würde sagen, einer geht noch, ne? Und dann habt ihr das mal gesehen, wo man die hier angelt. Nehmen wir ein bisschen wieder rein hier. Ruhe geben. Und dann wieder abwarten. Ja, wie gesagt, ist eigentlich nichts Großartiges bei. Klar, man muss erstmal die Stelle finden, das ist sowieso das Schwierigste. Denn auch ungefähr so mit der Tiefe experimentieren, sodass der Schwimmer halt oder der Köder halt nicht auf dem Boden, sag ich mal, liegt und der Schwimmer sich querstellt. Ne, also muss immer ein bisschen Luft sein, dass der Fisch da unten auch rankommt. Ja, und dann ist es halt einfach nur, ja, gucken, wann die Fische am besten beißen. Da sieht man ja an der Tabelle immer ganz gut. Ja, und so ist das denn, ne? Ich gucke auch nochmal, wann die Tage jetzt vielleicht nochmal Regen ist in New York, dass ich dann vielleicht euch nochmal den Northern Pike zeige. Weil der ist ja wirklich jetzt in letzter Zeit ein bisschen selten geworden. Also den Hecht halt, ne, den europäischen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig mit der ganzen Übersetzung. Ich hoffe mal, dass wenn die das auf Deutsch übersetzen, dass sie das dann halt auch wirklich so übersetzen, wie es dann halt bei uns halt üblich ist. Ne, dass der Largemouth Bass halt der Schwarzbarsch ist und sowas, ne. Wie ich das jetzt vom Kollegen gehört habe hier. Ja, ich glaube, der wird gleich beißen. Oh, jetzt zuckt er nicht mal allzu doll. Ah, die Trophys, die lassen sich immer ein bisschen Zeit, ne? Die sich mal an die Oberfläche wagen, sag ich mal. Und wie gesagt, beim Angeln bin ich halt noch echt ein bisschen lernfähig. Also da werde ich auch in meiner Freizeit mich noch mehr mit beschäftigen. Wie gesagt, letztens ja gerade zwei Makrelen rausgeholt. Ja, wie gesagt, Angeln macht richtig Spaß am Computer oder auch in Wirklichkeit. Wirklich ein sehr geiles Hobby. Und so wie das hier in dem Spiel umgesetzt ist, ist es wirklich top. Also. Na, jetzt zockt nichts mehr. Ich ziehe mal ein bisschen ran. Ein bisschen dichter holen hier. Aber vorhin hat er ja auch so bei 58 Fuß am besten gebissen. Gucken.
Geil ist immer, wenn man die Hand denn von der Maus wegnimmt, um dann zu warten, dass einer anbeißt, genau dann zappelt er, ne? Er zuckt immer ein bisschen, aber nicht doll. Tja. Ich dachte, einen kriegen wir noch raus, aber. Aber wirklich tief zuppeln tut er jetzt nicht. Ich ziehe nochmal rein. War auch keiner dran, sonst hätte jetzt gestanden, Strike was done too early. Ah doch, steht jetzt da. Naja, gut. Naja. Oh, ein bisschen weiter links hier. Mehr in die Mitte. So, mal abwarten. Also wir sind jetzt eigentlich genau in der richtigen Zeit, laut Diagramm. Er zuckt auch schon wieder ein bisschen, aber nicht doll. Kann auch einfach nur die Fließgeschwindigkeit des Wassers sein. Naja, das ist es. Da war wieder ein großer Zupper. Jetzt kommt gleich was. Jetzt dreht er gleich durch. Das könnte jetzt gleich was werden. Mal kurz, kurz. Da, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ran. Und ranholen. Ah, kommt langsam an die Oberfläche. Oh, wieder 2,6. Aber schon mal auf 2,8 verbessert, das war schon mal schön. Gut, Leute, das war erstmal so mein Guide, sag ich mal, zum ja, Trophy Bullhead Fisch. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Video. Euer Underwater Frank wird wahrscheinlich mit den Lachsen weitergehen. Alles klar, tschüss.